Hi, hier ist El Patata und wir sind in Teil 7 von NES Remix zum Let's Play verabredet. Heute machen wir weiter mit Remix 1 mit Levelnummer. Wo sind wir? Wir sind weit. Wir sind Level 8 von 25 und wir haben Super Mario Bros. Erreiche den Zielpfahl. Im Dunkeln. Das erste Mal, dass ich dieses Level schon sehe. Im Dunkeln zwar schon, aber es ist machbar. So. Geschafft. Und man hat doch nur ein Leben. Also sollte man dieses weise einsetzen. Und dafür gibt es leider nur 2 Sterne. Weil es halt auch nicht so schnell war. Aber dafür gab es sehr viele Punkte. Ja, dafür würde ich sagen, machen wir dann auch mal weiter. Allerdings gibt es hier keine neuen Teile. Aber dafür bei Mario Bros. Das war schwer. Da war ich zu langsam. Und das hätte auch einfach so schnell gehen können. Das war nix. Da muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen Vorarbeit leisten. Und zwar den Freund hier. Aua. Ja, Game Over. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Bei so einem eigentlich einfachen Level. Man hier einfach nur vorspringen. Ach, jetzt bin ich auch wieder hier. Stand da eigentlich, dass ich, ja, mit Hilfe des Powerblocks. Ohne geht's nicht. Ach. Gucken, ob das auch so geht. Nee, geht nicht. Das heißt, ich muss wirklich alle. Aua. Schon wieder Game Over. Machen wir trotzdem weiter. Alle Gegner auf den Rücken drehen. So, dann sind wir fürs nächste Mal schon mal vorbereitet. Die kommen jetzt nämlich alle aus der Röhre raus. So, geschafft. Die müssen nämlich alle auf einer glatten Ebene sein. Puh, das war knapp. So, wenn er jetzt in die Röhre geht und dann hinterher wieder rauskommt. Nein! Ich habe ja mehrere Versuche hier. Ach, jetzt sind die auch noch eins. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Geschafft. Ja, die verändern dann hinterher wieder ihre Form. Und da ich ja bei dem Game Over nochmal von vorne angefangen habe, gibt es einen Stern, das ist hier in der Regel, die kann ich durchaus nachvollziehen. Dann haben wir auch schon Level 9 freigeschaltet, jetzt sind wir aber wieder erstmal bei Excitebike.
So, was müssen wir tun? Schlage die drittbeste Zeit. Ja, super. Aua, das wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Wobei die drittbeste Zeit zu schlagen ist, glaube ich, jetzt nicht so schwer, wie man sich das denkt. Ach, das ist Runden, toll. Oder das sind Runden, die hier gezählt werden. Ja, dann wird das auch mit der drittbesten Zeit etwas schwer. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Runden das hier gibt. Och, die sind aber auch immer alle hier auf einer Ebene. Das wird wahrscheinlich wieder ein kleines Game Over. Weil ich jetzt gerade auch irgendwie nicht mehr so den Dreh raus habe. Ach, nee, das wird nix. Da machen wir es gleich nochmal, aber ich fahre jetzt trotzdem noch zu Ende. Boah, der hüpft hier durch. Und da ist die 24 gewesen. Ich fahre aber noch zu Ende durch, dann weiß ich auch, wie viele Runden es hier gibt. Oh, da habe ich eine überfahren. Ja, okay, wären zwei Runden gewesen, aber die drittbeste Zeit habe ich nicht geschlagen. Fangen wir nochmal von vorne an. Es ist jedenfalls möglich, die drittbeste Zeit zu schlagen. Ich fahre jetzt erstmal ganz... das war dumm. Fahren wir einfach weiter. Man sollte den anderen natürlich nicht in die Hacken fahren, sonst kommt man hier auch nicht voran. Ach, ich verstehe es nicht. In der Luft hat er mich mitgenommen. Ja, ihr seht, ich habe jetzt nicht mal die erste Runde geschafft. Dann können sie auch hier nicht entscheiden, wo sie hinfahren wollen. Und das wird wahrscheinlich wieder nichts. Machen wir einfach einen Restart, weil sonst dauert das hier noch zu lange. Schlage die drittbeste Zeit. Überhitzter Motor. Da habe ich jemanden berührt. Da bin ich doof aufgekommen. So, jetzt erste Runde geschafft. Sind auch noch halbwegs in der Zeit. Da haben wir einen kleinen Unfall gebaut.
Da haben wir noch einen kleinen Unfall gebaut und wahrscheinlich kostet uns das jetzt wieder den dritten Platz. Ach, und jetzt war es sowieso nochmal mit dem dritten Platz. Noch ein Versuch, wir haben ja Zeit. Ich gebe euch einen Tipp, spult vor. Die Möglichkeit habe ich jetzt gerade hier nicht. Deswegen nutzt sie aus. Ja, das wäre auch schön. Spul so lange vor, bis du es mal endlich geschafft hast. Das wäre auch nochmal so eine Option hier. So, meine Zeit, die ist besser als jetzt im letzten Durchgang. Ah, ein kleiner Unfall passiert. Geschafft. Hat ja auch lang genug gedauert. Zumal der Teil jetzt schon wieder fast rum ist. Ja, okay. Erster Platz ist auch schön. So. Drittbeste Zeit haben wir geschlagen. Das gibt 3 Sterne. Weil wir die dann doch etwas großzügiger geschlagen haben. Weiter. Geht's mit... Ja, weiter geht's mit Balloonfight. Besiege alle Gegner. Erstmal überall hinkommen. Ach, ich hab eh. Ja, die haben mich besiegt. Oh oh. Ja, komm, lande im Wasser. Oh nein! Oh, das war doof. Ja. So, den einen noch. Geschafft. Hat ja auch wieder lange gedauert. Level 24 von... Weiß ich nicht, wie viele da noch kommen. Wir sind ja auch erstmal im ersten Teil. Der zweite Teil, der wird wahrscheinlich auch ähnlich laufen. So. Unser neues Spiel Wrecking Crew geht weiter mit dem zweiten Teil. Bringe den Gegner dazu, durch die Tür zu gehen. Aua. Ah, okay. Da musste man einfach nur die Tür öffnen. Sehr schwer. Muss man auch erstmal verstehen, weil es einfach zu simpel ist. Kann man hier auch irgendwie springen?
Ach so geht das also. Ich dachte, das wäre so eine Bombe, wo man, wenn man vorhaut, dass man da kaputt geht. Naja. Muss ich auch nicht verstehen. Ihr seht ja, wie es geht. Oh, ein Level noch.